Abstiegskracher gegen Neckarsulm. Aktuell 12 gegen 13, dann in zwei Wochen, wo es dann nochmal um alles geht. Lopez täuscht zweimal an und trifft den dann. Die Torhüterin richtig gut ausgeguckt. Gute Parade von Nasser. Aber auch ein guter Block, gutes Zusammenspiel zwischen Block und Keeperin. Von Leverkusen geht Tempo auf der anderen Seite. Schöne Ablage von Tormann. Und Loreen Feld bringt Leverkusen zum ersten Mal heute in Führung. Das macht für Solingen mal in die zweite Welle zu gehen und ein bisschen Tempo aus dem Angriff rauszuspielen. Nanfa, gute Bewegung, super Ablage. Und da gibt es einen Gesichtstreffer. Unterzeichnet hat die junge Talentierte. Rechts außen geht also ihren Weg. Und auf der anderen Seite eine andere talentierte Linkshänderin. Gefährdete Zone mit drin sind, in denen der Soling auf jeden Fall ist. Nanfag, Sven Böthers, ja, heute zu Beginn am Kreis. Annika Ingpass, wie Bieler vorher gesagt hatte, angeschlagen. Und Lopez mit einem guten Wurf. Jetzt zweiter Treffer heute. 4:2, der neue Spielstand. Soling geht auch Tempo, das ist kein Schimmer vor seinen Schiedsrichter. Nasser mit einer super Parade. Ja, da hat sie ein bisschen Pech. Guter Wurf auf der anderen Seite von Ušinović. Nasser war dran, aber der Ball kullert dann so gerade rein. Auf der anderen Seite großer Winkel für Terfloth. Lassen das laufen, das kann man gut und gerne auch in die andere Richtung pfeifen. Kommt ein gutes 1 gegen 1, super Bewegung und ihr erster Treffer. Grewe schon in ihrem Eck. Auf der anderen Seite Soling mit Tempo, der passt nicht ideal. Und trotzdem ist er drin. Ronja Bühler. Isolation vielleicht für eine Spielerin, Zeitspiel ist da. Lopez auf Kommann, schöne Wurfbewegung. Schöne Wurfhinte. Und Kommann bricht da durch die Mitte durch und erzielt ihren zweiten Treffer. Da hatte Leverkusen endlich mal die Tiefe und das Tempo, das sie brauchen, um die guten 1 gegen 1 Spielerinnen einzusetzen. Und auch auf der anderen Seite Karatanassis. Setzt hier heute zurück an alter Wirkungsstätte. Und der Ball ist fast weg. Ušinović rettet den und trifft. Und Terfloth geht dafür jetzt auf Leuchters Position auf Rückraum rechts. Gute Bewegung von Lopez. Und dann ist der Abschluss. Und unterbricht er die Möglichkeit. Zeitspiel ist jetzt da abends oben. Terfloth setzt sich richtig gut durch. Leuchter und Lopez können, wie angesprochen, natürlich einfach von nahezu jeder Position feuern. Lopez bricht aber durch. Und mit ein bisschen Glück fällt er rein. Und Stenz jetzt im Angriff am Kreis. Guter Pass rüber von Ušinović. Nanfa kann da durchbrechen. Souverän gemacht. Grewe bleibt jetzt scheinbar auf der Linie. Nützt aber nichts. Lopez macht auch den rein. 13:9, der neue Spielstand. Über die Mitte kommt und dann nicht auf den Ball weiterzuspielen. Super Pass an den Kreis. Und so stellt Titschen rüber. Die Jungs sind auf der anderen Seite jetzt auch. Ah, Lopez, super Wurf. Erfolgreiches Anspiel. Vormann holt Viola Leuchter zum Kreuzen erneut. Wieder Lopez auch nochmal zum Doppelkreuzen. Und der Ball ist drin. Auch heute sehen wir wieder Soling statistisch gesehen. Ja, das ist das nächste Tor für Soling. Und Lopez trifft ganz souverän. 3:3 heute aus 7 Metern. Ein ganz guter Pass auf Müller und Nasser mit der nächsten Parade von rechts außen. Hier doch noch ein Tor zu machen. Ušinović nimmt ihn einfach und trifft ihn. Verkürzt also nochmal auf 13:19. Das ist der Pausenstand. Und auf seiner Seite wirft Ušinović den Ball an den Fuß. Und Böthers übers Tempo gegen Grewe. Einmal angetäuscht und legt ihn da über den Kopf. Super überlegter Wurf von Lopez. Zu ihren Gunsten entscheiden, um die zwei Punkte in Leverkusen zu behalten. Leuchter hat da zu viel Platz. Kann da werfen, da steht kein Block. Und dann ist das eine leichte Übung für sie. Und darum Leverkusen im Mittelfeld ist und Soling eben im Abstiegskampf. Ušinović, super Pass rüber. Guter Winkel, aber Nasser ist einfach heute eine Bank, vor allem von außen.
Lopez läuft an mit Tempo. Leuchter Druck auf die Nationalspielerin. Da hat sie wieder keine Schwierigkeiten. Und der Ball ist sehr, sehr oft im Tor. Aber Ušinović kann das auf der anderen Seite genauso. Scheitert an Greve. Langer Pass, guter Pass auf Bühler. Und Nassar mit der nächsten Parade. Das ist eine Überzahl, versuchen jetzt auch eine Überzahl, um das Kreisspiel noch besser zu nutzen, als es bisher in der Gleichzeit nicht geklappt hat. Gut gespielt, Polsch, großer Winkel und jetzt ist endlich. Das Spiel ist jetzt da, erster Pass, zweiter Pass. Leuchter super eingelaufen von Fate, super gefunden von Leuchter. Und der Heber fällt kurz vor der Latte runter, nächstes Tor für Leverkusen. Mit ein bisschen Glück vom Pfosten zurück, gegen Nassas Rücken ins Tor. Ušinović hat da wieder zu viel Platz, Nassas dran, kann den aber nicht abwehren. Stenz und Senel sind in der Partie. Also mal gucken, ob Soling jetzt mit zwei Kreisen einen besseren Rhythmus hinbekommen kann. Oder auch Ušinović besser in Wurfsituation bekommt. Ušinović, super Pass an Kreis. Das werden sie wahrscheinlich runtergespielt bekommen. Dann wieder gleichzeitig Ušinović. Eine nächste gute Wurfsituation für sie und der nächste Treffer für sie. Ušinović nimmt den nächsten Wurf und der nächste Treffer. Es geht aber Freiburg weiter für Leverkusen. Spielzug ist nochmal voll, schießt mal, passt den Ball auf Ušinović. Die geht einfach durch und der Ball fällt rein. Aber in so einem guten Lauf fällt dann halt auch so ein Ball einfach mal rein. Ušinović in den macht sie per Aufsetzer. Leverkusen ist wieder da zu bringen, Ušinović weiter in eine gute Position zu bringen. Denn es ist ja ein 6 gegen 6. Greves weiter auf der Bank. Ušinović nimmt sich den nächsten und der fällt natürlich auch noch rein. Unterkante Latte und das nächste Tor für Ušinović. Die zwei Punkte in der Ostermann Arena zu behalten. Um den Gedanken fertig zu bringen. Leverkusen, dieser Kollaps in der zweiten Halbzeit, der. Lopez, super Bewegung. Da ist endlich mal wieder mehr Tiefe im Angriff bei den Elfen. Guter Pass trotzdem auf Reinhardt. Der Ball Tschitsch aber zu früh auf. Deshalb keine Probleme für Nassar. Feuert den Ball einfach nach vorne auf Fade. Und was ein schöner Heber. Mit dem 30. Treffer in der Partie. Und auf der Seite rein. Ušinović macht die. Also jetzt Paulina Ušinović fackelt nicht lange und fackelt den Ball links oben rein. Lindemann war dran, aber der Ball titscht schon ins Tor. Ušinović mit ihrem 15. Treffer in der Partie. Und dann wird das Spiel sehr wahrscheinlich mit 32 zu 26 zu Ende gehen. Oder hat Leverkusen noch die Motivation, noch mal anzugreifen und noch ein Tor zu erzielen? Leuchter Lopez nimmt sich noch mal einen Wurf und trifft den noch mal. Den Endstand, wobei Soling auch noch mal Tempo geht rein. Das wird jetzt gleich noch geklärt werden. Tor zählt scheinbar, 33 zu 27, also der Endstand. Leverkusen feiert eine